Moin Leute, herzlich willkommen. Neues Video auf meinem Kanal. Zocken wieder eine Runde Forza Motorsport. Beim letzten Mal haben wir den Schwierigkeitsgrad erhöht. Den Cup hier angefangen, sind jetzt bei Strecke 3 von 5. Getuned haben wir. Wir gehen mal rein, gucken, was passiert. Ne? Wir haben Schwierigkeitsgrad ja erhöht, da sind wir nur 8er geworden im letzten Rennen. Dürfen wir halt nicht von den Plätzen her so weit hinten starten. Aber wir wurden ja auch fies rausgekegelt, ne, von dem einen. Müssen wir mal schauen, ob das jetzt so weitergeht, ob die jetzt einfach aggressiver fahren, aber vom Platz machen halten die anscheinend nicht viel und von fern fahren. Gut, ich weiß, ich titsch auch zwischendurch mal ran, ja, brauchen wir nicht drüber, aber das liegt daran, weil ich so schlechte Bremsen habe. Hier auf The Glen sind die durchschnittlichen Höchstgeschwindigkeiten auf der Kurzstrecke immer höher als auf der Gesamtstrecke. Du wirst Runde für Runde durch das Karussell der äußeren Schleife rasen. Ja, dann machen wir das mal. Rasen wir durch die Schleife. Oh, wir starten mal auf einer recht schönen Geraden. Oh, da geht aber beim Bremsen das Heck weg, ey. Oh, wir fahren auch jetzt bei Regen, ja? Da bin ich ja mal gespannt, ob das jetzt nochmal irgendwie krass was ausmacht. Na, wie gesagt, ich glaube, mit den 34% vom Schwierigkeitsgrad her haben wir auf jeden Fall schon mal den richtigen Schwierigkeitsgrad gefunden. Müssen wir jetzt vielleicht nur abgewöhnen, so weit von hinten zu starten. Dass wir vielleicht dann wirklich so im Mittelfeld bleiben. Beziehungsweise dann vielleicht auch einfach mal, ja, ich weiß nicht, am Anfang in den Pulk defensiver fahren bringt halt nicht viel, ne? Wenn du halt in den Pulk drin bist, bist du in den Pulk drin. Da muss ich mir noch irgendwie eine Taktik überlegen, wie ich da sauberer durch den Pulk durchkomme, aber die Strecke hier, die gefällt mir. Schöne Highspeed-Geraden hier. Richtig gut. Mich würde nur mal interessieren, weil wir ja, sag ich mal, gezwungen sind, immer diese drei Runden hier Training zu fahren vor jedem Cup. Ob das halt hinterher, wenn man die Strecke schon ein paar Mal gefahren ist, immer noch so ist. Ich denke mal wahrscheinlich, dass ja in manchen Cups sich irgendwann auch die Strecken wiederholen werden. Und da ist dann halt die Frage, wenn ich irgendwie eine Strecke schon 65 Mal gefahren bin, ob ich dann noch immer den Bock habe, davor drei Runden Training zu fahren, ne? Ja, das ist eine schöne Highspeed-Strecke hier. Also gefühlt brauchst du ja selten vom Gas gehen. Voll draufhalten. Gefühlt steige ich mit dem Auto schneller in den Stufen auf, habe ich das Gefühl. Liegt das daran, weil es eine kleinere Klasse wurde? Eigentlich meine ich, war der schon eine Klasse höher, ne? War der nicht schon Klasse C? Mit dem Kollegen haben wir uns vorhin schon mal ein paar Mal angelegt. Da sind wir jetzt ein bisschen sehr spät rein mit dem Bremsen, aber das war gut geregelt. Für Überholmanöver war das, glaube ich, ganz okay. Okay, was kam denn der Audi da so? Was noch von rechts von der Seite rein? Also ich gucke oben rechts in den Rückspiegel die ganze Zeit. Hatte der da irgendwie was vor? Wollte er mich aus dem Leben schießen? Ich weiß es nicht.
Okay, die Kurve ist zwar lang gezogen, aber nicht so lang, wa? Kamen wir da jetzt irgendwie schneller in die Kurve rein als sonst? Was stand da gerade unten mit Y drücken? Die Strecke fühlt sich geschmeidig an. Da gehen wir auch direkt ins Rennen. Sieht schon geil aus mit den Regentropfen, muss man so sagen. Ja, es ist grafisch, ist das Spiel echt nice. Gefällt mir. Wo man wahrscheinlich mit einer besseren Grafikkarte etc. hin und her wahrscheinlich noch mehr rausholen könnte. Aber wir bleiben jetzt mal auf Platz 12. Weiß zwar nicht, ob die zwei Plätze so viel ausmachen, wenn wir auf 14 gegangen wären, aber wenn er die Schwierigkeit, sag ich mal, so weit hochregelt für die Credits, die man kriegt, ne, glaube ich schon, dass die zwei Plätze was ausmachen. So, was haben die Kollegen hier schon wieder vor? Da, schon wieder. Ne? Ey, der will mich doch einer... Wer will mich denn von der Strecke kegeln? Wollen die mal alles schön sein lassen. Fuck, das war mein Fehler, den nehme ich auf meine Kappe. Dann habe ich eigentlich gehofft, dass ich noch ein bisschen weiter rauskomme, aber habe ich mich verschätzt. Oh, den brauche ich einmal zum Bremsen. Der Kollege wieder, der soll mich bitte nicht abdrängeln, danke. Irgendeiner dröhnt da hinter mir und will anscheinend vorbei. Komm, zieh. Gas. Bisschen Drifting hier. Schön mit Highspeed durch. Okay, also wir wollen jetzt den ersten ja hier nicht unfair wegschießen, ne? Also um das hier fair zu halten, geben wir da auch mal einmal ein bisschen mehr vom Gas, ne? Okay, also entweder letzte Runde hatte ich einfach wirklich nur Pech, weil der mich rausgeballert hat, aber... Zweite Runde und wieder Erster. Ja, das heißt, jetzt können wir wieder munter, froh und munter davon fahren, ne?
Warum ist der Schwierigkeitsgrad jetzt fast schon wieder gefühlt zu easy? Bremsen, einfach noch ein bisschen vom Gas gehen, das reicht anscheinend schon. Stellen wir mal hinten ein bisschen quer, so minimal, wa? Merkst halt echt, sobald auch nur leicht den Lenkwinkel einschlägst und dabei bremst, kommt der Arsch rum. Crazy. Läuft doch gerade wie geschnitten Brot, oder? Okay, da so zwei Gasstöße mittendrin ist besser als bremsen bzw. voll durchzuziehen. Oh. Hier hätte ich dann doch ein bisschen mehr bremsen müssen. Da habe ich mich, habe ich gedacht, der Anbremser reicht, aber. Dem war nicht so. Ein starkes Finish ist, glaube ich, untertrieben. Ne? Es ist ein legendäres Finish. Aber da fragt man sich ja wirklich schon fast, ob ich in der falschen Klasse angetreten bin, oder? Aber es ist halt wirklich, also es steht und fällt halt wirklich, wie du am Anfang aus dem Pulk rauskommst, ne? Wenn du in dem Pulk da drin bist und gut, die haben mich ja diesmal auch wieder versucht abzuschießen. Und dann hast du natürlich verloren, ne? Nur diesmal haben sie es nicht geschafft, mich abzuschießen. Das ist der Unterschied, ne? Im Gegensatz zu dem Rennen vom letzten Mal. Ja, das sollte doch easy peasy nach Hause gebracht werden, oder? Ist das hier nicht schon Zielgerade? Ja. So, jetzt wäre ich mal gespannt, wie viel Vorsprung wir hatten. Gut gemacht. Oh, das geht aber diesmal 20 Sekunden. Wir sind auf P1 gelandet. P1 ist Platz 1. Spreche es doch einfach komplett aus. Oh, wir haben Credits gekriegt. Sehr cool. Ja, mal gucken, damit muss ich mich erstmal noch mal ein bisschen befassen. Im Moment lasse ich die erstmal, wie gesagt, immer automatisch verteilen. Denke mal, da wird er schon so mehr oder weniger das Beste machen. Ich glaube, auch in den Klassen, in denen wir jetzt gerade fahren, ist das, glaube ich, jetzt auch nicht so entscheidend, ne?
Aber die 20 Sekunden Vorsprung werden auf jeden Fall etwas realistischer als da fast die Minute, die wir beim letzten Mal hatten, ne? Straßenstrecke, okay. Die Streckentemperaturen auf diesem Straßenkurs können an heißen, feuchten Tagen weit über 50 Grad erreichen, was den Grip während des Rennens verringern kann. Okay. Weniger Grip, hohe Temperaturen, alles klar. Wir werden wieder eine Gerade geschmissen. Okay, gut gefangen, ein kleiner Drift. Kleiner Drift ist okay, ne? Okay, fiese Kurven. Fiese Kurven. Ja, aber so langsam kommt der Wagen in die richtige Richtung, sagen wir es mal so, ne? Die Tuning-Teile. Also ich finde es auf jeden Fall sehr gut gemacht, dass man das so krass merkt. Was da halt fahrtechnisch echt ein Unterschied ist. Da habe ich versucht, innen an ihm vorbeizukommen, aber das war keine gute Idee. Oh, Junge! Fahr doch die Linie und fahr nicht so weit raus. Sorry, der zweite hätte ich sein müssen, aber der erste wäre auch vermeidbar gewesen von dir. Mann, ey. Da habe ich nochmal einmal kurzzeitig Gas gegeben, weil hätte ich mir sparen sollen. Und kommst hier direkt aus dem Kurvenmuster komplett raus. Die Hütchen, die störten mich da, die mussten weg. Die durften da nicht stehen. Das ist so gefährlich. Könnte jemand drüber fahren. Okay, die war gut genommen. Die war perfekt. Also bitte, ja. Da habe ich genau den Sweet Spot getroffen, wo ich wieder Gas geben muss. Hier bin ich mir auch nicht sicher, ob ich da überhaupt bremsen muss oder ob das reicht, vom Gas zu gehen. Ah, okay. Da ist vom Gas gehen angebracht. Okay, eine Warnung habe ich gekriegt.
Okay, das war die Kurve, wo ich vom Gas gehen muss. Ja, genau. Ah, das läuft noch nicht so geschmeidig. Da kriege ich die Lenkwinkel noch nicht so richtig. Das waren noch die letzten Pylone, die weg mussten, ne? Die letzten Kegel. Damit das auch sauber ist und alle weg sind. Unvollendete Arbeit musste vollendet werden. Bestleistung, sehr gut. Was? Das war abseits der Strecke? Das war nicht abseits der Strecke. Okay, warum wurden die auf einmal unsichtbar? Ist ja in die Box gefahren, das war mein Glück. Strafe 0,30, wofür? Bin ich da wieder zu sehr abgekürzt, aber es lädt doch so ein zum Abkürzen. Boah, die Kurven hier, die sind echt Katastrophe, lenkwinkeltechnisch. Sind die echt haarscharf an der Kante, dass man das vernünftig hinkriegt. Puh, okay. Also ich bin gespannt, was das gibt. Das bleibt spannend. Also die ist ja schön breit, die Strecke, ne? Also zum Überholen sollten wir ja eigentlich genug Platz haben. Ich probiere es nochmal von 14. 14 wird unser Standardstartplatz. Ich hoffe jetzt einfach mal nicht, dass die uns hier so wegbumsen wieder. Okay. Wir können zurückspulen, ne? Wie weit können wir denn zurückspulen? Nee, können wir noch weiter zurückspulen? Das ist ja nix. Das ist ja nix. Aber guck mal, die schießen hier alle der Reihe nach raus. Damn it. Aber gut, haben wir das Zurückspulen-Feature auch mal einmal ausprobiert und wir empfinden es für voll kacke, weil damit kommst du ja nicht mal ansatzweise dahin, wo du hin willst, ne? Da musst du ja schon wirklich dann, wenn du wirklich die Kurve von Anfang an weißt, dass du die verkackst, dann musst du ja schon echt schnell reagieren mit dem Zurückspulen. Nee, komm, Kollege, wir touchieren uns sonst immer, aber diesmal bitte nicht. Ich möchte nicht wieder, dass du mich komplett rausjietest. So, macht ihr mir genug Platz in der Mitte? Macht genug Platz in der Mitte, danke. Perfekt.
Okay, das gibt eine Zeitstrafe von 1,4, was? Der tickt doch nicht ganz sauber, oder? Da immer wieder auf dem Rasen. Hab wieder zu spät reagiert, ne? Ja, vielleicht schlagen wir ein bisschen besser ein, so. Ich hätte sofort reagieren müssen, als ich auf dem Rasen gekommen bin, ne? Ja, guck mal an, der rammt den Vordermann hier, ne? Was? Wo habe ich denn jetzt eine Kollision gekriegt? Ja, das war schön überholt. Ja, Platz 9, ich denke, das ist noch machbar alles hier. Bisschen vom Gas gehen, damit wir den nicht titschen, ne? Wir wollen ja fair fahren. Hauptsache, er fährt auch fair. Ich komme von rechts, Junge, mach Platz. So, diesmal nicht. Wieder irgendwo aus einer Kurve blöd rausfliegen, hier nicht abkürzen, sonst gibt es wieder eine Strafe, ne? Wofür bitte? Mann. Also die Schiedsrichter, die Zeitstrafen hier erteilen und bemessen, sind gegen mich. Das muss man ganz klar sagen. So, wir haben jetzt noch zwei Runden und wir haben 1, 2, 3, 4 vor uns. Ne? Okay, das könnte machbar sein. Wir sehen ja den ersten. Ey, dann müsst ihr die Strecke mal bitte besser bauen, dass man auch besser sieht, wo man lang darf und wo man nicht lang darf. So, einmal an dem vorbei, bitte, danke. Haben wir diesmal gut gefangen. Er hat nicht gut gefangen. Sehr gut. Satan, also das. Könnte aber trotzdem noch schwierig werden, den ersten einzuholen. Aber gut, wir haben jetzt erstmal das ganze Feld überholt. Die Überholvorgänge sind halt immer das Risiko und wir haben keinen, der direkt hinter uns hängt, der jetzt hier, sag mal so, uns in die Karre fahren kann, ne? Das ist auch schon mal viel wert. Jetzt müssen wir nur gucken, was wir machen, dass wir an ihn da rankommen. Und dann müssen wir halt hoffen, dass wir nochmal 2,7 Sekunden schneller sind als er, wenn wir über die Ziellinie fahren. Wow, yo. Komm. Zieh.
Da sind wir gut rangekommen, glaube ich, jetzt. Nicht wieder da abkürzen, sonst gibt es wieder eine Strafe. Nicht auf den Rasen. Wobei, manchmal ist es doch gut, da auf den Rasen zu kommen. Weil man da dann echt einen guten Drift hinlegt, ne? So. Einmal rausziehen und überholen, danke. Letzte Runde, auf geht's. Jetzt brauchen wir nicht mehr ganz so hart am Limit fahren. Jetzt müssen wir nur gucken, dass wir ein bisschen Zeit rausholen. Ja, wie gesagt, wir müssen jetzt nur 2-3 Sekunden vor ihm ins Ziel kommen, das ist jetzt wichtig. Aber ja, der Schwierigkeitsgrad und dann noch zusätzlich vom Platz 14, ich glaube, das ist glaube ich so der Spot, wo gut ist. Man darf sich zwar immer noch ein paar Fahrfehler erlauben, aber es wird dann halt umso härter. Die Fahrfehler kosten einen ja dann halt die Strafzeit, ne? Aber ich habe halt auch schon wieder das Gefühl, dass hier bremstechnisch oder so die Bremswirkung das alles so ein bisschen nachlässt gefühlt. Wobei wir hier bremstechnisch ja eigentlich gar nichts sehen, aber warum auch immer wir da jetzt wieder so ein bisschen abgekommen sind, aber ich glaube, das sollte reichen. Sauber. Wow. Gut gefahren. P1. Oh, die 2 Sekunden, ne? Krass. Krass, krass, krass. Na komm, die heutige Folge wird ein bisschen länger. Das dritte Rennen oder das letzte Rennen fahren wir auch noch, ne? Hoffe mal, ihr wollt genauso wissen wie ich, ob wir das schaffen oder nicht. Dann hauen wir hier noch ein bisschen Tuning rein. Okay. Das sieht gut aus. Deutlich mehr Beschleunigung, deutlich mehr Geschwindigkeit. I like, I like, I like. Nürburgring, okay. Ich wollte gerade sagen, aber nicht die ganze Strecke. Ne, da hinten fehlt eine gute Passage. Ja. Mach hin, ey, wir wollen fahren. Ich bin ja mal gespannt, wie viele Runden wir hier fahren müssen. Sprint-Rundstrecke, okay. Ja, ich bin mal gespannt. Aber irgendwie hat mir jetzt so ein bisschen die Übersicht gefehlt. Es kann sein, dass es vielleicht vorhin angezeigt wurde, ich das noch nicht gesehen habe. Aber die Frage ist ja, ob wir jetzt mit dem einmal Platz 8 uns hier den Pokalsieg kosten, beziehungsweise gibt es irgendeinen Bonus, wenn wir immer wieder Erster werden, also sprich alle Rennen als Erster gewinnen. Ist ja auch mal so die Sache, ob du dann alle Sterne oder keine Ahnung was freischaltest, ne? Okay, das ist schon mal eine Kackkurve. Thank you.
Okay, crazy. Also, mit den Upgrades jetzt. Also ich finde halt, dass dieser Wagen immer noch zu wenig Traktion hat in den Kurven teilweise. Also der Grip wird deutlich besser, ja. Aber dieser Wagen ist halt echt gefährlich, was das Ausschwenken angeht, ne? Wo du ihn dann halt immer wieder fangen musst oder du dann halt doch aus der Kurve rausgetragen wirst. Ja, auch die Effekte mit der Sonne, also Regen, Sonne, also das gefällt mir alles sehr gut. Oh, da war das aufgesetzt oder was? Ist auf jeden Fall sehr realistisch, ne? Weil, wer kennt es nicht, er fährt im Auto, die Sonne blendet. Machst die Sonnenblende runter, aber das bringt halt meistens auch nicht viel, ne? Wenn du Pech hast, ballert die irgendwie der Sonnenblende von der Seite vorbei oder steht so niedrig, dass es runterher ballert. Aber das ist schon echt eine Also, ich bin mir nicht sicher, weil ich jetzt im Training, sag ich mal, schon gefühlt an den hier vorne nicht rankomme, ob wir nicht gleich besser von Position 12 starten sollten. Weil irgendwie komme ich gefühlt da vorne an den nicht ran. Und wir haben schon eine Runde abgeschlossen und ich habe es auch noch nicht geschafft, hier unten diese Bonuszeit zu schlagen, ne? So krasse Fahrfehler habe ich jetzt eigentlich hier noch nicht gemacht, oder? Na gut, hier bin ich vorher da mal rausgekommen, ne? Aber... ob mich das so viel Zeit kostet? Kriegen wir die 1,52? Ja, jetzt kriegen wir die, oder? Ja, perfekt. Ja, da traue ich mich irgendwie nicht so haarscharf mit Vollgas dran vorbei zu ballern, ne? Ich glaube zwar, dass dieser Curb da uns den nötigen Schwung geben würde, um da rumzudriften, grinden, das Heck rumzuschlagen, wie auch immer. Aber ich glaube, wenn man das verkackt, ist das da auch so eine Stelle, die dann echt fies wird. Im Normalfall schaffen sie im Training wenigstens einen zu überholen, ne? Aber jetzt mittlerweile. Ja, komm schon, ich bin fair. Ich habe Platz gemacht, ja? Also das möchte ich mal so fürs Protokoll anmerken. Ich habe Platz gemacht. Ich hätte auch fies sein können und einfach gerade durchziehen können, aber ich habe Platz gemacht. Vielleicht nicht genug, das würde ich nicht abstreiten, aber ich habe Platz gemacht.
Na, die 1,49, ja, ist ja Kackrodel, egal. Ja, wir probieren es mal, aber wie gesagt, ich glaube, ich würde jetzt hier wirklich von der 12 starten. Könnte sein, dass mir hier die 14 zu riskant ist. Na komm, wir nehmen die 13. Da sagt er mir, ich bin Start. Bitte. Der meint, ich bin der Drittplatzierte. Okay. Wollen wir das Game mal von eines Besseren belehren hier, ne? Dritter ist keine Option. Nur der erste Platz ist eine Option. Ein erster oder gar nichts. Ja, okay. Wir werden schon wieder unfair, oder was? Junge! Was drückt mich denn da von hinten? Mal ganz ehrlich, was sind das für Schweine? Also die KI ist doch echt für einen Eimer. Oder was heißt für einen Eimer, aber... hat ja nichts mit fairem Fahren zu tun, Alter. Die drücken mich raus und bumsen mich ohne Ende. Darf's doch keinem erzählen. Das hat ja nichts mit fairen Rad-an-Rad-Duellen hier zu tun, oder? Ich mache hier teilweise Platz und Brems und tu und mach. Was seid ihr denn hier? Genau, jetzt weil ich hier wieder Platz gemacht habe, kriege ich wahrscheinlich eine Zeitstrafe. Nein, kriege ich nicht. Okay. Ja, Junge, ich lasse mich von dir nicht in die Box drängeln, ohne Witz. Dann muss ich auch die Brechstange auspacken, wenn ihr die auspackt. Das gibt garantiert eine Zeit. Was? Das gibt keine. Das. Ah, Leute. Ohne Witz, das gab keine Zeitstrafe. Also da habe ich ja schon viel lächerlichere Kollisionen gehabt, die eine Zeitstrafe gaben. Also das muss ich ja ganz ehrlich sagen, den habe ich ja absichtlich hops genommen. Und das muss ich ja ganz ehrlich zugeben, das war nicht die feine Geschichte, aber wie gesagt, wenn die meinen, mich hier... bumsen zu müssen, ne? Dann müssen wir halt zurückbumsen. Da weiß ich jetzt nicht, ob das mein Fehler war. Ich habe vielleicht ein bisschen früh rübergezogen, ja. Okay, Platz 10. Wir arbeiten uns vor. Die Gerade ist, glaube ich, unser einziger Vorteil hier, wo wir halt echt wieder gut Zeit machen können, aber ich bin mir nicht sicher, ob wir das schnellste Auto haben.
Junge, ey, da rutscht der sich aber auch ein zurecht, ne? Na, das hat auf jeden Fall Zeit gekostet. Also wirklich rankommen ist gerade leider nicht wirklich, ne? Also okay, da hat es einen rausgeknallt oder was? Oh, eine Warnung haben wir gekriegt, okay. Oh, wow, 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 das ist kacke, Mann. Komm jetzt, ey, dein Ernst. Das ist doch nicht wahr, oder? Ja, was soll das denn schon wieder, ne? Ohne Witz. Das ist doch echt nicht normal, oder? Wie die fahren, mal ganz ehrlich. Das ist doch Katastrophe, ey. Aber gut, im Moment haben wir keinen hinter uns. Wir können jetzt erstmal wieder versuchen, ein bisschen Gas zu geben. Spätes Bremsen. Sicher durchfahren, ne? Da haben wir schon mal eine Warnung gekriegt. Nicht, dass wir wieder abkürzen. Das war nicht gut, dass wir da auf den Curb gekommen sind in der Mitte. Das kostet uns jetzt hier Topspeed und damit das Näherkommen. Eine Runde haben wir noch. Letzte Runde. Gucken, was wir in der letzten Runde noch packen hier. Packen wir nochmal eine Zeitstrafe? Nee, doch nicht, okay. Also ich verstehe manchmal nicht, weil die grünen Bereiche und alles, klar bin ich von der Strecke runter, ja, das ist eine Definitionsgeschichte, die will ich nicht abstreiten. Aber eigentlich sind das doch extra dafür, die Streifen da, um die Kurve ein bisschen breiter zu machen, ne, oder? Also ich weiß nicht, wird das unten einfach nur nicht angezeigt, aber ich habe das Gefühl, dass die Reifen totale Grütze jetzt sind mittlerweile. Ich komme ja gefühlt durch keine Kurve mehr ohne Rutschen. Aber unten rechts wird mir ja nichts angezeigt, ob die irgendwie gelb, rot, grün oder keine Ahnung was sind, ne? Na gut, das... Weil jetzt wieder mit dem einen Mal aus der Kurve rauskommen.
komm, jetzt nicht hier noch unnötig Plätze verlieren, bitte. Ah, okay. Gesagt, getan, ne? Kacke. Krass. Tolles Rennen. Wir sind auf P9 gelandet. Ja. Sind aber trotzdem in der Gesamtwertung Erster oder was? Punkte, Gesamtpunkte. Es hat ja irgendwie kein anderer Punkte, fällt mir gerade mal so auf. Wieso haben denn nur wir Punkte? Fahrer 7, 1, 1, 1, 1, 1. Wir sind die alle Fahrer 1. Muss man das verstehen? Nee, ne? Okay. Dann haben wir trotzdem hier Gold bekommen, ne? Von daher alles schick, oder? Von daher alles schick, würde ich sagen, ja. Okay, also man muss nicht zwangsläufig immer Erster werden, anscheinend. Man kriegt halt trotzdem Gold, finde ich schön. Früher ist man nämlich dann immer hingegangen und musste halt immer permanent gucken, was man dann, ne? Wo man irgendwie, keine Ahnung, einen nicht gekriegt hat oder eben doch gekriegt hat, ne? C, B und A-Klasse. Okay, was war denn? War der nicht C-Klasse? Hier bewahrst du deine Autos auf. Ja, ist auch B-Klasse, okay. Beides B, mhm. Beides B, okay. Beides B, okay. Ne gut, also dann war es das hiermit auch erstmal. So, jetzt wieder eine etwas längere Folge. Ich muss mal gucken, wie wir das dann demnächst einteilen. Weil mitten in einem Rennen Ende machen macht keinen Sinn. Oder ich lasse demnächst die Trainingsfahrten weg. Dass wir immer erst die Rennen aufnehmen. Könnt ihr gerne mal in die Kommentare schreiben, ob euch die Trainingsfahrten auch interessieren. Oder ob ihr lieber direkt nur das Rennen sehen wollt. Ne? Denkt immer dran, Feedback von euch ist auch ein bisschen wichtig, damit ich hier nicht irgendwas mache, was nur mir gefällt, in Anführungszeichen. Ne? Aber ich bin ja auch noch am Lernen. Dementsprechend, ich versuche halt immer so viel wie möglich mit reinzunehmen. Vielleicht auch manchmal zu viel. Aber wie gesagt, wenn von euch nichts kommt, gehe ich erstmal davon aus, dass das so passt. Beziehungsweise, ich sehe es ja dann in den Zahlen. Ansonsten lasst gerne ein Like da, schreibt mal in die Kommentare. Ne? Und wenn ihr ganz nett seid und euch das hier gefällt, lasst auch gerne ein Abo da. Kostet nichts, tut nicht weh drauf zu drücken. Und dann wünsche ich euch noch einen schönen Tag, ne? Wir sehen uns beim nächsten Mal. Ciao, ciao.